Die Gitta Konnemann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Back mit Hack! Endlich Plätzchen aus Fleisch! Dies titelt aktuell eine Kochzeitschrift für Männer mit Geschmack. Zur selben Zeit verschleudert ein Großdiscounter 500 Gramm Schweinehack für 1,59. Noch nie wurde so viel über Essen geredet, geschrieben, gesendet. Für jede Zielgruppe etwas. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite, Lebensmittel werden verramscht. Die spüren unsere Landwirte, ihre Familien jeden Tag. Der wirtschaftliche Druck ist enorm. Das ist hier mehrfach zu Recht auch gesagt worden. Und was hinzukommt, sie fühlen sich immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Beispiele gefällig? Wer ist krasser als Nazis, Scientologen oder Geheimdienste? Die Agrarlobby. So postete kürzlich ein Reporter einer großen deutschen Wochenzeitung. Sklavenhalter. So brandmarkte Animal Peace einen Landwirt, der von einem Bullen getötet worden ist. Für diese Organisation ist das Tier, ich zitiere, ein Held der Freiheit. Bauern als Vogelfreie. Das sind sicherlich Extrembeispiele, aber sie beschreiben ein Klima, in dem jede Bäuerin, jeder Bauer, ihre Familie sich bewegen müssen, und zwar tagtäglich. Und dabei die Lebensmittel erzeugen sollen, die wir uns wünschen. Höchste Standards, kleine Preise, eigentlich eine Quadratur des Kreises. Dank harter Arbeit gelingt es ihnen. Noch nie waren Lebensmittel so sicher, bezahlbar, allzeit verfügbar wie heute. Aber die Anerkennung bleibt aus. Und vor diesem Hintergrund beraten wir heute den Haushalt für Ernährung und Landwirtschaft. Es geht dabei um mehr als Geld. Es geht dabei um ein Signal. Und wir, die Mitglieder der CDU-CSU-Fraktion, sagen, es muss endlich Schluss sein mit der Diffamierung einer ganzen Branche. Wir bekennen uns zu unseren bäuerlichen Betrieben. Wir stehen an ihrer Seite in guten wie in schlechten Zeiten. Die stellen wir unter Beweis, auch heute, unter anderem durch die Erhöhung der Mittel für die landwirtschaftliche Sozialversicherung, für den Export in Schwellenländer, für Forschung, für Energieeffizienz, auch im Gartenbau. Und dafür sage ich unserem Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und unserem Haushälter Caius Iulius Caesar herzlichen Dank. Das sind wichtige betriebliche Hilfen, aber es geht auch ums Ganze. Landwirtschaft wird nicht mehr verstanden. In Werbung und Medien wird ein romantisches Bild inszeniert, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und immer weniger erleben diese Realität doch unmittelbar auch in ihren Dörfern. Und natürlich gibt es auch offene Fragen. Wie wollen wir uns ernähren? Wie soll Tierhaltung zukünftig stattfinden? Und wir stellen fest, es gibt keinen gesellschaftlichen Konsens. Darüber müssen wir reden. Gemeinsam. Nicht übereinander, sondern miteinander. Und dabei setzen wir übrigens auf Dialog statt Konfrontation. Das unterscheidet uns von, liebe Ingrid Pahlmann, unserem grünen Agrarminister, wie in Niedersachsen. Er spricht nur mit wenigen, orientiert sich an Nischen. Das ist der falsche Weg. Wir wollen alle Beteiligten an einen Tisch bringen. Verbraucher, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Kirchen. Und dafür brauchen wir eine Dialogplattform beim Bundeslandwirtschaftsministerium. Es geht uns um den Austausch auf Augenhöhe. Die Mittel dafür stehen jetzt bereit, nur zu. Mit seinem Lebensmittelgipfel macht unser Minister Christian Schmidt einen Anfang. Es wird um Verantwortung gehen, auch der Landwirtschaft, ja, aber auch der Verbraucher, der Hersteller und des Handels. Ja, des Handels. Vier große Anbieter teilen sich heute noch 2/3 des Marktes. Sie liefern sich einen ruinösen Preiswettbewerb
auf Kosten Dritter, nämlich dem Rücken von Erzeugern, von Tieren, den kleinen Mittelständlern. Und ich sage sehr deutlich, eine weitere Konzentration des Marktes muss verhindert werden. So sagen es übrigens Bundeskartellamt und Monopolkommission. Und ich sage deshalb persönlich, eine Erlaubnis des Bundeswirtschaftsministers für die Übernahme von Tengelmann durch Edeka wäre ein fatales Signal. An diesem Fall wird sich zeigen, wie wehrhaft das Kartellrecht ist. Dies betrifft übrigens auch die Verbraucher, ihre Versorgung, ihre Ernährung, Lebensthemen. Denn kaum etwas bewegt die Menschen so sehr wie ihre Ernährung zurecht. Am Ende geht es immer um Gesundheit. Und für alle diese Themen trägt unser Ministerium Verantwortung. Und es ist für mich, für uns das Lebensministerium. Dies ist in der Rede von Ihnen, lieber Herr Minister, ganz deutlich geworden. Wir stellen Ihnen heute die Mittel für Ihre politische Agenda, auch für die Schwerpunktlegung auf Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz zur Verfügung. Glück auf! Es handelt sich dabei um einen deutlichen Betrag. Da, liebe Frau Kollegin Dr. Thyssen, bin ich etwas anderer Meinung als Sie. Wir waren eigentlich gemeinsam als Koalitionsfraktion schon sehr stolz darauf, dass wir jetzt einen Beitrag von 150 Millionen Euro einbringen können. Das ist ein Spitzenwert. Und vielleicht schauen Sie den Haushalt noch einmal an und dann werden Sie erkennen, dass natürlich viele Mittel dort gebunden sind für die landwirtschaftliche Sozialversicherung. Das ist so ähnlich wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Und dann kommen wir das nächste Mal auch wieder zusammen. Es ist unsere Aufgabe, die Menschen in unserem Land vor gesundheitlichen Gefahren und vor Täuschung zu schützen. Diese Aufgabe stellen wir uns übrigens seit 10 Jahren, und zwar erfolgreich. Lebensmittel sind so sicher wie nie zuvor, nicht zuletzt dank der hervorragenden Arbeit von Bundesbehörden wie dem Bundesinstitut für Risikobewertung, lieber Harald Ebner. Dies bewertet Risiken, leitet Grenzwerte ab und wir wünschen uns, dass es so bleibt, wie es ist, nicht auf den Wunsch und den Zuruf von Politik, sondern ausschließlich auf wissenschaftlicher Basis, denn wir brauchen Aufklärung statt Fakten, wir brauchen tatsächlich Aufklärung und Fakten statt Empörung und Vermutung, denn es geht um Menschen und da müsst ihr eurer Verantwortung besser gerecht werden als bisher. Die Entscheidung dafür, was auf den Teller kommt, überlassen wir den Menschen. Deshalb lehnen wir auch eine staatliche Bevormundung durch Verbote oder auch Strafsteuern ab. Dies wurde übrigens gestern Abend beim Kongress unserer Fraktion noch einmal deutlich. Es ging um die Volkskrankheit Diabetes. Verbote, so die Wissenschaft, verlocken oder führen zur Umgehung, und Lenkungssteuern sind schon in anderen Ländern gescheitert. Deswegen ist es richtig, dass wir als Koalition einen anderen Weg gehen und sagen, wir nehmen 2 Millionen Euro zusätzlich in die Hand, um damit eine Reduktionsstrategie für die zur Bekämpfung von Zucker, von Salz und Fetten zu entwickeln. Das ist der richtige Weg. Um wirklich entscheiden zu können, braucht der Verbraucher eines: Klartext. Es muss draufstehen, was drin ist, und drin sein, was draufsteht. Immerhin kann der Verbraucher zwischen 170.000 Produkten mit klangvollen Namen wählen. Frau Kollmann, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Ebner? Sehr gern. Liebe Frau Kollegin, Sie haben das Bundesinstitut für Risikobewertung angesprochen und Sie haben die Aufgabenstellung für das Bundesinstitut für Risikobewertung angesprochen. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es ist richtig, dass man das Bundesinstitut personell stärkt. Denn genau in der Frage der Bewertung der Gefährlichkeit von Glyphosat haben wir eins gesehen, dass die personellen Mittel eben nicht ausreichen, um die Bewertung selber vorzunehmen. Das kann man im Bericht des Bundesinstitutes sogar nachlesen. Das Bundesinstitut hat geschrieben, sie haben von den 1250 Studien bei 850 die Bewertung der Antragsteller übernommen, ohne das selber zu prüfen. Und sie
mussten in ihrer nachgelegten Untersuchung und Bewertung sogar zugeben, dass sie bei etlichen Mäusestudien gar nicht bemerkt hatten, dass statistische Verfahren, die notwendig waren, in den Studien der Antragsteller gar nicht durchgeführt worden sind. Das BfR hat das dann, als eigentlich der Zug schon raus war, nochmal geprüft und hat dann festgestellt, die erste Bewertung war falsch. Deshalb bin ich ganz bei Ihnen, da soll nicht die Politik reinpfuschen, da soll auch nicht die Industrie reinpfuschen und genau auf dem Weg müssen wir uns weiter bewegen. Lieber Harald Ebner, du weißt, dass ich dich persönlich wirklich schätze, aber du versuchst jetzt von etwas abzuweichen, was du geliefert hast bei der Anhörung zum Thema Glyphosat, und das war ein wirklich trauriges Schauspiel. Denn das BfR ist dort nicht fachlich angegriffen worden, sondern es ist politisch-ideologisch angegriffen worden, weil das BfR zu einem Ergebnis gekommen ist, das dir nicht passt. Und wenn wissenschaftliche Behörden am Ende Ergebnisse so gestalten müssen, dass sie nur noch den Applaus von Politik erhalten, ist das falsch. Es geht ausschließlich um Wissenschaftlichkeit. Und dass das BfR, am Ende nicht daneben gelegen hat, zeigt die Entscheidung der EFSA gerade in Sachen Glyphosat, der Europäischen Gesundheitsbehörde. Und wenn du jetzt unterstellen willst, dass auch die EFSA sich getäuscht hat, dass auch dort die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Befunde, die über Jahre hinweg geliefert worden sind, die vielen, vielen Gutachten, die vorliegen, dann kann ich persönlich nur sagen, du machst dir so ein Stückchen deine Welt, wie sie dir gefällt, oder um es mit Karl Marx zu sagen, niemand ist so taub, dass er es nicht hören will. Liebe Kolleginnen, ich bitte jetzt angesichts der wirklich späten Zeit, wir sind so arg im Verzug, auf weitere Zwischenfragen zu verzichten. Wir werden sicher nicht die letzte Auseinandersetzung in dieser schönen Runde haben. Bitte, ich bitte sehr darum. Ja, das weiß ich, dass es ein wichtiger Punkt ist, aber wir sind unglaublich weit. Gitta, erlaubst du diese erlauben Sie die Zwischenfrage? Nein, nein, also die Frage über die Qualität der Fragen ist eine ganz andere. Die Frau Konnemann kann jetzt sagen, ja oder nein. Sehr gerne, Frau Präsidentin. Gut, aber ich sage bitte jetzt an alle Kollegen, wir sind richtig spät dran. Wir haben noch eine Abstimmung zu machen. Bitte keine weiteren Fragen, sonst lasse ich sie nicht mehr zu. Bärbel Höhn, bitte. Ja, alle wollen. Geht. Frau Kollegin Vollermann, Sie haben eben gesagt, in der Anhörung sei das BfR nur ideologisch angegriffen worden. Ich war selber da und die beiden Experten aus den USA haben eindeutig fachlich das BfR. Können Sie das bestätigen, ja oder nein? Ich war nicht bei der Anhörung dabei, aber ich habe das. Ich habe das Protokoll gelesen und ich habe die Anhörung gesehen, die aufgezeichnet worden ist. Also noch einmal, ich habe sie gesehen, auch wenn ich nicht da gewesen bin. Und die Wissenschaftler, die Sie angeben, natürlich, Sie haben recht, die haben gesagt, das BfR hat an dieser Stelle Fehler gemacht. Es gab andere Wissenschaftler, die genau das Gegenteil gesagt haben. Und am Ende ist für mich wichtig, die Bewertung auch durch die EFSA, und ich sage noch einmal, die oberste europäische Gesundheitsbehörde hat gesagt, dieser Bewertung von der EFSA des BfR ist nichts hinzuzufügen. Und ich bitte einfach, nur die Tatsache, dass Ihnen ein Ergebnis nicht gefällt, darf nicht dazu führen, dass am Ende Politik die Seriosität einer ganzen Behörde in Abrede stellt. So, Frau Konnemann geht weiter mit der Redezeit. Darf ich? Ja, noch eine Minute. Eine Minute acht. Ja, eine Minute sechs. Okay, sechs. Eine Minute vier. Okay, Leitsätze. Es ging um die Leitsätze im Lebensmittelbuch. Die sollen Orientierung geben, viele sind aber nicht mehr nachvollziehbar. Zucker darf sich nicht hinter chemischen Formeln verstecken. Auch ein Muskatenwürzer ohne Muskat stiftet Verwirrung.
Und das beweisen die Beiträge auf dem Internetportal Lebensmittelklarheit. Auch um dessen Finanzierung zu sichern, stellen wir übrigens den Verbraucherzentralen 3 Millionen Euro bereit. Das ist gut investiertes Geld. Wir arbeiten aber auch an einer Reform des Lebensmittelbuchs. Liebe Kollegin Vogt, liebe Kollegin Drobinski weiß, lieber Kollege Rainer, es hat sich bewährt, es ist in die Jahre gekommen. Und eines wünschen wir uns schon heute, lieber Minister, eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung. Dafür müssen sich doch die entsprechenden Kapazitäten in der BLE finden lassen. Informationen dürfen aber auch nicht überfordern. Ein Karottensaft braucht keinen Beipackzettel. Die Kortisonsalbe schon lesbar und auf Deutsch. Dafür haben Sie, lieber Herr Minister, bei Lebensmitteln gesorgt. Aber es gibt noch einiges zu tun. Ich nenne zum Beispiel nur die verlässlichen Herkunftsangaben. Nur was aus deutschen Landen kommt, muss tatsächlich auch diese Kennzeichnung tragen dürfen. Der Anfang ist getan. Wir müssen noch mehr tun, zum Beispiel beim verarbeiteten Fleisch, setzen aber da auf die EU, die muss sich da bewegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in 3 Tagen ist der erste Advent. Wir begannen mit Plätzchen und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit mit eben diesen selbstgebackenen Plätzchen, ob nun aus Hack oder aus Mürbeteig. Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Gitta Konnemann. Und die nächste Rednerin für die